Der Set hat nicht viel Damage gemacht. Gib ihm, Brudi. Oh, das Movement Speed. Ja, ich find's ein bisschen schade. Wait, ich kann euch actually meinen Streamer-Recap zeigen. Weil der ist leider buggt. Man kann also... zeige ich euch jetzt meine E-Mails? Ah, ist bestimmt keine gute Idee, sein Mailfach im Stream zu zeigen, oder? Was könnte schief gehen? Die Mail ist public. Na, was soll schon schief gehen? Also hier, das ist mein Streamer-Recap. Leider ist die... ist der Share-Button. Also wenn ich hier unten auf Share klicke, dann komme ich einfach nur auf meine Twitter-Homepage. Aber actually ist da ganz interessant sogar. Also hier, also ich habe nicht mal 1000 Stunden gestreamt. Ist halt, wie viele E-Mails? Ich hab das bei Janine gesehen. Die sitzt teilweise abends da und mistet manuell ihre E-Mails aus. Und ich habe noch nie irgendeine E-Mail deletet. Also ich glaube, man hat so bei Gmail... gibt es so eine Obergrenze. Ich weiß jetzt nicht, ob das Anzahl der Mails oder Speicherplatz, also Speicherplatz würde mehr Sinn geben, und dann werden die automatisch gelöscht. Ich müsste das mal machen, auch wegen Steuererklärung und so halt Rechnungen finden und alles. Aber das ist ein Problem für Zukunftskani. Your viewers watched. Das ist halt insane. Das muss es nicht immer geben. Ihr habt über 150.000 Stunden mein Zeug angeschaut. Das ist schon crazy. Ja gut, most watched categories. Ich wusste gar nicht, dass ich mal Valorant gestreamt habe. was ich jetzt nicht weiß... habe ich in diesem Jahr 13.000 Follower auf Twitch gemacht wahrscheinlich, oder? Also ich habe jetzt, doch, das kommt schon hin. Jetzt habe ich 16.500. Das heißt, wir hätten in dem Jahr ungefähr 3.000 Follower gemacht. Das könnte schon hinkommen, glaube ich. Das ist fucking insane. Also Real Talk, 13.000 Follower dieses Jahr ist sehr crazy. Dann Peak, also ich glaube, das ist einfach mein Viewer-Rekord. Das war wahrscheinlich, das war einer der Hosts von Freddy im Bootcamp, gehe ich davon aus. Also obviously ist das ein Freddy Host, aber ich glaube, das waren die im Bootcamp. Die waren sehr, sehr crazy. Pike Draven. Eine Doppelhure. Mit einem Vega. Das heißt, wir FFen, keiner Delayen. Dann kann ich eigentlich Rakan spielen. Das ist auch. Also da dachte ich, das hätte ich, wenn ich das geschätzt, ich meine, die Zahlen zu schätzen sind allgemein schwer. Aber 10.500 Kanilavs. Also ich nehme an, dass das halt auch global ist, nicht nur in meinem Chat. Das ist legit. No joke, als nicht mehr kompletter Random-Streamer. Es gibt kaum was Niceres, als zu sehen, wie andere Leute in anderen Twitch-Chats deine Emotes benutzen. Das ist super cool, dass die Emotes so gut ankommen. Und das freut mich auch. Okay, gut. So, wir sind ja in Tryhard. Okay, also obviously, die Lane ist hard losing. Es gibt keinen Fall und keine Situation, in der wir 2v2 Botlane gewinnen. Sogar 2v3 sind schwierig. Ich denke, overall haben wir die beste Teamcom. Und wir haben auch genug Tools, um den Draven zu töten. Selbst wenn der jetzt Early Head kommt, oder wird Early Head kommen, weil wir ihn nicht punishen können. Wir werden uns hier auch auf Dives einstellen müssen. Ich weiß, leider... Ja. Oh, wow. It's executed! Und er hat First Blood bekommen. Oh, schade. Okay, krank, dass das so funktioniert. Aber das war auch... Der Vega hätte seinen Flash besser benutzen müssen. Ja, generell ist das jetzt ziemlich shit, weil die Wave auch von uns wegpusht. Ja, imagine jetzt Damage haben, ne? Er misplayt komplett. Bringt eine riesen Wave rein, aber es mattert halt nicht, weil wir keinen Damage haben. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Wave irgendwie reinbekommen. Ich kann den nicht töten, oder? Nee. Ich bin halt leider erst Level 2. Okay, Draven hat immerhin keinen Kill bekommen. Das wäre tatsächlich sogar okay, weil die Wave top pusht. Aber ich bekomme die Wave leider nicht in Time rein. Okay, dann kann ich jetzt auch chillen und ihm maybe den... kenne nicht den ein. No cap. Ich glaube, es wäre wirklich nice, wenn der Vega einfach Full Tank bauen würde. Wenn jetzt einfach Tabis into Seeker's Armguard geht. Damit wir einfach auch nicht mehr so leicht zu diven sind. Weil ich meine, das ist noch nicht vorbei. Der Jawa wird jetzt gleich wieder hier sein. Wait, what? Aber warum steht er denn da vorne? Naja, das war wirklich nicht mein Fehler. So, ich will halt warden, damit ich sehe, wenn wir wenigstens gedived werden. So, ich meine, klar, wenn ich da bei ihm stehe, dann stirbt er vielleicht nicht. Aber es ist einfach schlecht von ihm, dass er so weit vorne steht. Warum stehen wir denn vorne? Wir können ja nicht fighten. Naja, Solo-EP für mich, I guess. Ja, die pushen nicht, weil gleich der Ding wieder da ist. Ach, keine Ahnung. Der Typ ist wirklich schlecht, leider. Ich weiß nicht, warum er sein Flash nicht benutzt.
Na gut, den können wir noch einmal holen und danach machen wir Herald. Nice. Let's go. Das ist sehr huge. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Vega kommt actually zurück ins Game. Oh mein Gott. Dammit, die Ulti war richtig schlecht. Okay, die Diana Ult war es nicht. Ist so schlecht. Ja, das war leider super schlecht gespielt von mir, der Fight. Ich darf einfach nicht ulten. Ich muss geduldiger, die Fight spielen. Es bringt überhaupt nichts. Wir können den Jarva nicht nuken, der ist so tanky. Kann nicht mehr rein. Noch nicht, zumindest gerade. Ja, die Diana Engage ist ziemlich insane. Hehe, boah. Ich save mein Exhaust hier. Nice. Ich hab mich verskillt. Wir müssen nashen. Ich hab noch Exhaust. Oh no. Ah, mein Exhaust war nicht gut. Ich hätte, das war, der Set hat nicht viel Damage gemacht. Gib ihm, Brudi. Oh, das Movement Speed. Schade. Ah, ist trotzdem okay. Solange wir den Drake nicht verlieren. Ah, der Jace hätte früher nashen müssen. Dann wäre er viel schneller fertig gewesen. Fuck den Typen, einfach mit Wave und enden. Nice. Ich hatte ganz kurz Angst, dass es wird, da außen rumzulaufen, als die wieder rein sind. Oh no, der hat überlebt. Please, warum stirbt von denen niemand? Also for real. Oh mein Gott, was ist neu? Oh, schade. Ich hab den gerade mit Exhaust gefühlt gekillt. Okay, nice. GG. Oh, ich dachte ganz kurz, es ist grober Int, da reinzugehen. Aber wir haben halt getypt, dass wir Insta fighten. Und ich gehe rein und dann sehe ich, dass der Jace den Red Buff macht. Ah gut, die Gegner haben halt auch nicht mehr so viel Damage, weil wir so viel Armor haben. Ich war einfach perma um, weil ich so viele Rotations geused habe in dem Fight. Aber dass der Vega da nicht gestorben ist. Ich dachte, Intent war viel in das Game, als der Vega da gehookt wurde. Aber die hatten anscheinend auch kein Damage. Ich glaube, der Draven war ja nicht da bei denen.